Schön, dass du wieder da bist. Hallo und herzlich willkommen, Christi. Schön, dass du da bist auf dem Männerkanal Wild at Heart auf Roland Media. Wild at Heart ist ja Real Authentic Uncut. Das ist der Kanal von Männern, für Männer, aber auch für Frauen natürlich, über Männerthemen. Und ich bin der Roland. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, heute haben wir wieder den Thorsten Nassal da mit dem 6. Teil aus seiner Reihe Radical Transformation, radikale Verwandlung. Und heute geht es um das Thema Gefühle, Emotionen. Gefühle zulassen, Gefühle zeigen, ein wichtiges Thema für Männer. Ja, bis der Thorsten da ist, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Das hilft der Männerarbeit, das bringt die Männer zusammen, die auf der Suche sind, die sich verändern möchten und die Männer, die diese tolle Arbeit anbieten, diese Unterstützung. Also Kanal abonnieren, Videoteil der Community in der Hood, das hilft der Männerarbeit. Bis gleich, der Thorsten ist gleich da. Ja, hallo lieber Thorsten, servus, freut mich, dass du wieder da bist bei uns, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Roland, auch hier, danke für die Einladung. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, servus. Wir haben heute übrigens schon den 6. Teil von deiner Serie Radical Transformation. Ja, Zeit läuft, das macht total Spaß. Und wir haben heute ein total spannendes Thema, gerade für Männer, Gefühle zulassen. Das ist ja so für manche Männer ein bisschen ein Thema, ich spreche jetzt von mir, was ein bisschen spooky ist. Ich konnte früher damit gar nichts anfangen. Also wenn jemand gesagt hat, also gerade Frauen zu mir gesagt haben, lass Gefühle zu. Ich wusste gar nicht, was die von mir wollen, bis ich es einmal lernen durfte in einem, ja, sagen wir mal, nicht einfachen Prozess, ich sage mal so. Wie war es denn bei dir so deine Reise als Mann und Gefühle? Wie war denn so dein Start, dein Zugang? Spannende Frage. Vor allen Dingen, was mich lange Jahre wirklich verwirrt hat, ja, lass deine Gefühle zu. Und meine Antwort in meinem Kopf war immer, ja, ich lasse sie ja zu. Okay. Ich lasse sie zu, ja, also ich mache sie nicht auf, ich zeige nicht meine Verletzlichkeit. Ja. So. Dann habe ich lange Zeit verstanden von, so wie ich bin, bin ich falsch. Ich muss mich also anstrengen, dass ich besser werde, dass ich gehört werde, gesehen werde, geliebt werde, angenommen werde. Und dann gab es einen Moment, wo ich dachte, Mensch, aber ich zeig doch meine Gefühle. Ich bin doch wütend oder ich bin doch dies oder das oder. Ich habe mich aber, wenn dieser Satz gekommen ist, ganz oft erstmal getrennt gefühlt, so von dem, wo ich jetzt bin, mich abgewertet gefühlt und ich muss etwas tun. Ja. Und der Weg dahin, meine Gefühle wahrzunehmen, die mir zu erlauben und den angemessenen angemessenen Rahmen Ausdruck zu geben, das ist ein langer Weg gewesen. So. Was war für dich so der Auslöser? Da gibt es nicht so den einen, das kann ich nicht so sagen. Nein. Eins vielleicht war ein Punkt so, ich habe da irgendwie durch meine Drogengeschichte, Drogen war ja immer irgendwie so der Deckel für alles. Und dann habe ich in meiner Drogentherapie, gab es mal einer meiner Kerngruppentherapeuten, der hat damals irgendwie von seiner Reise erzählt und der hat irgendwie mit Drogen aufgehört, mit Saufen aufgehört und mit Rauchen aufgehört. Und das war so mein Hero. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn der das kann, dann mache ich das auch. Und dann habe ich das gemacht. Nach 3 Tagen hat meine Gruppe zu mir gesagt, Thorsten, wenn du das Rauchen nicht mehr anfängst, wieder anfängst, fliegst du hier raus. Du bist einfach unerträglich. So. Und da habe ich das erste Mal so verstanden für mich, ja, es ist irgendwie schwierig, in mir zu bleiben und alles, was so im Leben passiert, irgendwie zu sortieren und gut für mich zu sorgen in so einer alltäglichen Situation und dass ich so sozialisiert wurde, das irgendwie zu deckeln, zu handeln oder sie einfach nicht wahrzunehmen, sie nicht zu spüren. Sag, du hast als du das zugedeckelt hast, der eine macht es mit Drogen, der andere mit Alkohol, der andere mit Essen, was auch immer, mit Sex oder was auch immer, war es dir da bewusst, dass du zudeckelst oder erst in der Nachschau? Ich frage mich ganz bewusst. In der Nachschau. In der Nachschau. Erst in der Nachschau. So. Ich habe das ja als normal, aber auch durch meine Sozialisation. Ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, dass ich so die 4. Generation mit Suchtgeschichte bin. Das war ja bei uns in der Familie nicht anders. So. Das war einfach bei uns nicht anders. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern es ist die Geschichte. Und erst rückwirkend kann ich sagen, hey, das habe ich benutzt. Ja. Weil ich an manchen Stellen auch heute dann noch die Tendenz sehe, so, ja, okay, da ist ein Gefühl von Angst, Wut, Trauer, Liebe. Und damit kann ich gerade nicht oder will ich nicht umgehen. Und dann kommt so dieser alte
Und zwar Dunkelheit oder Schatten, um das zu decken. Es ist im Prinzip eine permanente Ursache-Wirkung, ja. Eine Reaktion, ja. Und man ist es gar nicht bewusst, dass man eigentlich, ja, weiß ich, instinktiv oder einfach automatisch reagiert. Ja, man fühlt sich nicht wohl, bang und Deckel zu und ist sich gar nicht, man kriegt das Zudeckeln vielleicht noch mit, aber den Auslöser, der ist eher so im Nebel. Das ist einem gar nicht klar, warum man es macht. Ja. Man Da kann. war für mich ein ganz wichtiges irgendwie Ding, was mir geholfen hat, da ein Stück näher dran zu kommen. Es gibt von Michael und Diane Richardson ein Buch, das heißt Zeit für Gefühle. Und die differenzieren das zwischen Gefühle und Emotionen. Das hat mir sehr geholfen. Gefühle ist was aus dem jetzigen Moment und Emotionen erkennbar daran an der Hitze, dass sie schon eine alte Reaktion ist. Weil wenn mich jetzt etwas, wenn jemand zu spät kommt, dann kann ich heute damit leichter umgehen. Früher war das für mich von, ich bin nicht richtig, ich bin nicht geliebt, du, so. Und dann habe ich immer sehr heftig darauf reagiert. Und dieses Buch hat mir sehr geholfen, da irgendwie zu differenzieren. Ah ja, okay, das ist ein Gefühl, das ist eine Emotion. Die Emotion ist aus dem und dem, nicht gehört, nicht gesehen, nicht geliebt, nicht respektiert, nicht gewertschätzt, was auch immer. Ah, und damit bin ich ein Stück weit auch, sagen wir mal, Herr, mehr Herr im eigenen Hause geworden. Ah, hier ist ein Gefühl, das sitzt hier. Oder wenn es dann gleich so hoch fährt. Okay. Ich habe das mal vor vielen Jahren auch in der Ausbildung so eine Unterscheidung kennengelernt zwischen Primärgefühl, Sekundärgefühl und Fremdgefühl. Ja. Also Primärgefühl ist einfach das Gefühl, das ausgelöst wird durch einen Umstand, ja, die erste Reaktion. Und wenn ich das nicht verarbeite, bearbeite oder handle oder wie auch immer, dann rutsche ich in ein sogenanntes Sekundärgefühl. Das heißt, ich habe eine Emotion über dieses Gefühl. Sprich, ich interpretiere den Auslöser, anstatt den Auslöser. Keine Ahnung, ist ein Beispiel, jemand schlägt mich, ja. Also Gefühl ist Schmerz, das ist das primäre Gefühl. Wenn ich jetzt das nicht kläre mit meinem Gegenüber, ja, und entweder aus der Gefahrenzone weggehe oder diese Gefahrenzone, wie heißt, neutralisiere oder wie auch immer, ja, das haben wir gelernt, das tut man in unserer Gesellschaft nicht, dass ich kläre es für mich nicht, ich werde diese Aggression nicht los, dann rutsche ich in sogenanntes Sekundärgefühl, das heißt, ich interpretiere, warum macht er das und sprich es nicht aus. Also ich stelle mich dem Gegenüber nicht, interpretiere das Ganze und dann kommt das Thema, was du ihm gesagt hast, ja, bin ich nicht gut genug, warum mich, warum immer ich, warum ich das Opfer. Also die haben das so diese Unterscheidung getroffen, Primärgefühl und Sekundärgefühl. Also die Erstreaktion und dann die Interpretation, die wieder eine Emotion dann auslöst. Ja, das ist ein spannendes Thema. Also eine wichtige Unterscheidung, was du da ansprichst. Wir werden das Buch vielleicht unten dann verlinken auch noch, dass viele Leute das lesen Sehr wollen. Ich gerne. glaube, es ist ein wichtiges Buch, ist ein wichtiges Buch, absolut. Sag, als dir dann klar war, die Unterscheidung, was ist so für der erste Schritt gewesen? Man ist ja nicht so leicht, da reinzukommen. Ich kann mich erinnern, ich hatte ja immer das Dilemma, dass Frauen mir das Feedback gegeben haben, ich zeige zu wenig. Oh, mein Mikro. Das ist ein emotionales Thema für mich. Ich zeige zu wenig Gefühle, konnte damit, wie du auch sagst, auch nichts wie du sagst, nicht zulassen, sondern ich lasse sie zu. Ja? Und ich hatte dann die Erfahrung gemacht, wenn ich so merke, ich habe das Gefühl, ich bin da innen so leer. Das ist so ein Hohlraum hier. Ja? Da ist nichts drinnen. Ja? Und das war für mich ein irrer Prozess. Wie hast du so den ersten Zugang bekommen, dich wirklich selbst zu spüren, ohne dass du es zudeckelst? Ich habe ja vor 10 Jahren irgendwie war ich ja so nochmal wie an dem Punkt von meiner, ich nenne es mal Fettleibigkeit, wo ich irgendwie so 120 Kilo hatte. Da habe ich dann irgendwie angefangen, Kontaktimprovisation zu tanzen. Und das hat mir geholfen, in den Kontakt mit meinem Körper zu kommen, mit mir in die Berührung zu kommen. Und das hat mir dann auch geholfen, wenn eine Frau oder sonst jemand gesagt hat von, zeig doch mal deine Gefühle, nicht gleich die Interpretation daraus zu machen, das ist falsch. Ich muss erstmal was machen, sondern, oder was du gerade gesagt hast, was fühlst du denn? Da ist gerade Leere. Und diese Leere der Erlaubnis zu geben, nicht von da ist Leere, das muss weg, das muss besser sein, oder ich muss jetzt da ist Leere und ich muss jetzt Fülle fühlen. So. Das eine ist ja so die Deklaration von, das ist das Problem und das ist die Lösung. Aber es ist ja ein Zwischenraum. Ah ja, da ist
Das gerade lebe. Ja. Da ist Leben. Also da irgendwie über dieses Tanzen den Kontakt zu meinem Körper zu finden und dann auch diese Wege zu entwickeln für mich, das nicht abzuwerten. Wenn jemand sagt, irgendwie, was fühlst du denn? Und ich sage, nichts, da ist Leere. Und dadurch ist so eine Akzeptanz entstanden und aus dieser Akzeptanz ist so ein Stück weiter nach Hause kommen, hat sich daraus entwickelt. Okay. Ich meine, da gehört ja auch von ganz schön viel Eier und Mut dazu, ich sage mal, was übergewichtiger in eine Tanzgruppe zu gehen, wo man doch immer guckt, wie werde ich wahrgenommen, wie sehe ich aus, wie sehen die anderen aus und was sind die Mädels an und da. Halleluja. Also wie ging es dir da von den Gefühlen her? Also da hatte ich ja doch ein etwas dissoziiertes Körpergefühl. Am Anfang habe ich mal gedacht, ja, aber irgendwie, aber ist ja gar nicht so schlimm, so schlimm, so. Aber mit der Zeit dann zu verstehen, ja, für andere Menschen ist es irgendwie, für die bin ich zu schwer, rein physikalisch für eine Frau, die 60 Kilo wiegt oder 50 Kilo, 120 einfach sehr schwer. Und ich habe einfach auch gesehen, ich habe irgendwie das, was ich über mich denke und mein Körpergefühl, das ist einfach völlig weit auseinander. So. So. Und das hat mir geholfen, dadurch, dass ich da dann auch irgendwie angefangen habe, in meinem Leben nochmal etwas zu verändern, irgendwie ein Stück weit nach Hause zu kommen und dieses Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Formen von Körperarbeit, wie Tanzen oder andere körpertherapeutische Arbeiten und mein Leben nochmal ein Stück zu verändern, hat mir sehr geholfen, immer da mit meinen Gefühlen und dem Umgang damit zu zeigen, was da oft Angst, Wut, Selbstanklage, Scham, Ekel. Ekel war ganz oft da, dass ich währenddessen viel erlebt habe, wie ich mich abwerte in meinen Gedanken. Und trotzdem dran zu bleiben, weil es hat ja keiner gesagt von Thorsten, du darfst hier nicht mitspielen. Du hast das erwähnt. Ich denke, dass gerade für Männer, und ich spreche aus meiner Erfahrung und mir selbst, um Zugang wieder zu den eigenen Gefühlen zu bekommen, dass gerade Bewegung sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube, oder ich spreche jetzt von mir, ich habe mir da früher sehr schwer getan, das hat absolut funktioniert, in einem Gespräch das zuzulassen. Aber in einem Kontext mit Bewegung, ja, in einer Gruppe mit anderen Männern in der Bewegung, welche Form auch immer, ob das jetzt Tanzen ist, habe ich übrigens auch vor kurzem erst für mich entdeckt, so Ecstatic-Dance ging ich auch nie hin, war ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen das erste Mal. Wow, war total geil. Aber eben durch ein oder andere, durch ein bisschen Kraftsport oder Kampfsport oder wie auch immer. Ich glaube, dass es für Männer sehr, sehr wichtig ist, über die Bewegung wieder Zugang zu haben. Wie siehst du das? Bewegung und Zugang zu Gefühlen. Ich glaube, das brauchen wir. Das ist existenziell. Also, um für mich die Dreieinigkeit zwischen Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. So, wenn ich diese Gefühle wahrnehme und sie nicht zum Ausdruck bringe, sie unterschlucke, dann setzen sie sich irgendwo in meinem Körper fest. Dann unterdrücke ich diese Emotion. Und durch welche Art auch immer ich mir raussuche für Bewegung, Sport, Exercise, was auch immer, habe ich die Möglichkeit, das wieder auf einer natürlichen Art und Weise in Bewegung, in Resonanz, in Schwingung zu bringen. Damit kann ich dem Ausdruck geben. Das ist, glaube ich, auch eine, also zumindest meine Theorie dazu, dass wir Männer im zunehmenden Alter auch dazu neigen, etwas korpulenter zu werden. Die jungen, schicken, smarten, hübschen Kerle, die in der Jugend, die werden ja im Alter so. Und eine meiner Theorien dazu ist, dass das dann nicht gelebte, ausgedrückte Gefühle sind. Absolut. Weil du das gerade erwähnst, ich habe einen ganz lieben Freund, eigentlich ein Mediziner, aber der praktiziert nicht mehr, weil er halt mit der Pharma da mitspielt. Und ich durfte bei ihm und seiner Lebensgefährtin einen Workshop teilnehmen, Emotional Training. War auch ganz spannend. Und mittlerweile sind wir Freunde, wir treffen uns jetzt wieder. Und er hat mir erzählt, dass er sehr häufig erlebt bei dicklebigen Menschen, die eigentlich gar nicht zu viel konsumieren an Kalorien, ja, trotzdem dicklebig sind. Und nicht nach einer Session, aber nach mehreren dieser Emotional Training, wenn sie zu Emotionen zulassen, auf einmal purzeln da 20, 30 Kilo weg wie nix und die können es sich nicht erklären. Einfach durch das Loslassen und das Zulassen der Emotionen lasst der Körper Gewicht los. Hast du da auch da Erfahrung gemacht mit diesem Zusammenhang? Definitiv, manchmal, wenn ich auf so Männerwochenenden gehe, jetzt wieder als Leiter oder als Teilnehmer, dass ich manchmal mit 2, 3 Kilo weniger da rausgehe.
weil ich einfach auch innerlich nochmal Prozesse in Bewegung gebracht habe, dass irgendwie eine andere energetische Schwingung stattgefunden hat, eine andere Resonanz, und dann sind einfach Dinge gegangen. Ich kann mir das aber auch so, wo ich gemerkt habe, ich bin Wochen vorher vor irgendwie an so einem Thema dran und ich finde nicht so einen richtigen Zugang, und egal wie ich was mache, und es ist irgendwie so, und ich weiß, aber im Zeitfenster X, mal gucken, vielleicht verändert sich da was, und dann ist es so, puff, dann komme ich am Montag nach Hause und gehe auf die Waage und denke, wow. Und gucke auf den Prozess, was hat da stattgefunden. So, dann, na klar, na klar. Und ich merke es ja manchmal schon an der Hose oder am T-Shirt oder am Quant, wie ihr sagt. Dass es anders sitzt. So. Ist ja auch Und eine, auch an. bei Männern brauchst du keine Waage, ist eine Blickdiagnose. Eine Weißt ja, Frauen stehen ja immer zur Blickdiagnose. Seite am Spiegel, ja, im Profil. Männer stehen ja frontal und sagen, hey, passt schon. Blickdiagnose, den kenne ich auch nicht. Sehr schön. Ja, also hast du auch diese Erfahrung gemacht, wenn man Emotionen loslassen kann, dass man auch Gewicht loslassen. Absolut. Und das bringt uns ja wieder eigentlich zu dem Thema, wo wir ganz am Anfang begonnen haben. Wenn ich erinnere zum Thema Sucht, ganz einfach, man muss immer an die Wurzel gehen, ja. Immer eine Wurzel. Es hat ja immer einen Grund, warum man einer Sucht nachhängt, oder generell, warum man zudeckelt. Ich würde wirklich sagen, warum man zudeckelt. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes wie ein Deckel drauf machen hat etwas, was unangenehm ist. Und das hat immer was mit uns, eigentlich immer was mit unseren Gefühlen zu tun, klarerweise. Ja, absolut. Absolut. Dazu möchte ich gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was mir zum Beispiel, wie ich irgendwie Papa geworden bin mit 26 das erste Mal und mit 27 das zweite Mal, nicht bewusst gewesen ist, dass mir meine eigene Kindheit mitgeliefert wird. Was meine ich damit? Klassiker beim Essen: setzt sich gerade hin, benutzt Messer und Gabel, benutzt dies, das, jenes, spiel nicht mit dem Essen. Das habe ich einfach unbewusst so adaptiert, weil so habe ich es gelernt und ich dachte, so ist es richtig, so muss ich es weitergehen. Nur das als klassisches Beispiel oder andere Rhythmen, die man einfach so übernommen hat, so aus diesem eigenen Elternhaus bewusst. Und damit bin ich ja auch ein Stück weit nicht Herr im eigenen Hause. Ich bediene hier eine alte, irgendwie vergangene Erfahrung. Dann habe ich in meiner Partnerschaft, die bringt dann auch ihre eigene Geschichte mit. Dann treffen auch zwei Welten auseinander. Dann irgendwie sind die Erwachsenen miteinander beschäftigt und dann verlieren sie stellenweise auch das Kind aus dem Blick. Was ist das Kind? Wo ist das Kind? Wie kann ich Dinge anders machen? Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass unser Sohn, da gab es ja diese Rigatoni, das sind diese abgeschnittenen, schrägen Nudeln, diese hohlen. Der hatte eine Zeit lang einen unglaublichen Spaß, die auf den kleinen Finger zu nehmen, da mehrere draufzustecken, weltweite Geschichten zu erzählen und dann immer wie so abzubeißen. Das hat mich eine Zeit lang, hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich damit beschäftigt war, du musst jetzt essen, mit Essen spielt man nicht. Du kleckerst den Tisch voll, du kleckerst die Klamotten voll, du schmierst die Wand voll, ich war immer damit beschäftigt. So. Und nicht zu sehen von, was für eine tolle Geschichte. Dein Finger ist so groß, dass, oder so klein, dass die Nudel da drauf passt. Kannst da so halb drauf passen. Dann schiebst, dann guckst du dabei zu, wie diese Nudel langsam. Und dann steckst du die nächste drauf. Dann turmst du die da ein. Also ich habe die Freude, den Spaß, diese Neugierde, diese Experimentierfreude des Kindes gar nicht gesehen. Und das habe ich zum Beispiel auch vor kurzem so eine Papa-Kind-Reise über den Deutschen Familienverband begleitet. Da war das bei den Vätern stellenweise auch sichtbar, dass da mehr aus dieser alten Geschichte, dieser alten Sozialisation heraus gehandelt wurde. Und an dieser Stelle den Zugang dazu zu finden, wer spricht hier in mir? Und ein Thema war dort auch unter den Männern oder Vätern so, wenn meine Frau in diesem Kontext sagt, jetzt entspann dich doch mal, Es war Öl ins Feuer gegossen. ist Punkt. Schon vorbei. Also ich kann da nur beide Hände heben auf Zustimmung. Wenn wir dann in dieser Stresssituation waren und meine Ex-Frau was dazu gesagt hat, dann war ich sofort auf Krawall gebürstet. So. Ich kann Und es noch. ich aus meiner Sozialisation, sie aus ihrer irgendwie gehandelt haben, also haben die kleinen Kinder in uns die Situation reagiert, gehandelt und wir haben das Kind, die Kinder nicht gesehen. Ja. Kann das nachvollziehen. Also bei mir ist das, also mein großes Thema in meiner Brust, also ich bin auch mit 26 das erste Mal Vater geworden, eine Parallele.
Das ist etwas, wo ich aber drei erwachsene Söhne mittlerweile sagen, hey, da würde ich am liebsten die Zeit zurückdrehen und nochmal von vorne anfangen und die Fehler nicht machen. Das ist so mein Thema, wo ich ein bisschen da kämpfe. Ich habe auch wollte alles anders machen als mein Vater und habe es auch nicht viel besser gemacht, außer dass es bei mir keine physische Gewalt gab. Ja, das gab es mir gar nicht, Gott sei Dank. Lieber Thorsten, ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen, auf das Thema Gefühle zulassen. Du hast das vorher auch erwähnt, dass du gesagt hast, ja, ich lasse ja zu, ich bin ja, keine Ahnung, ich ärgere mich, ich bin wütend. Das ist, wenn man oft so, auch bei mir im Kontext, wenn ich mit Managern arbeite, so im Business-Kontext, und ich spreche das immer Emotionen an, die sind ja emotional im Sinne von, sie schreien, aber das ist ja nicht das, was sie wahre Gefühle zeigen, ja, sondern das ist ja eher dann so der Hilferuf, da steckt ja was dahinter. Kannst du noch mal so ein bisschen differenzieren zwischen, ich lasse jetzt mal Dampf ab und tatsächlich Gefühle zeigen? Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, mal aufzuzeigen. Weil man zeigt ja die Interpretation der Gefühle, also die Emotion, wie du zuvor auch so gesagt hast, und nicht das Gefühl, das dahinter steckt. Keine Ahnung, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, deswegen schreie ich jetzt oder wie auch immer. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen, das trifft so ein bisschen das Thema, was wir so im Warm-up vorher hatten, so. Dieses, da ging es ja um das Zuhören, ne? Also von meinem Verständnis ist es so, dass es darum geht, mir selber zuzuhören. Also meiner eigenen inneren Stimme, meiner inneren Weisheit, was auch immer, oder meinem Pöbel zuzuhören. Und indem ich dem zuhöre und merke, ah, hier ist jetzt gerade der Pöbel. Oder hier ist gerade der Vater, oder hier ist gerade, was weiß ich, wer auch immer gerade so am Ruder sitzt, da, dem die Erlaubnis gebe, dann kann der sich beruhigen. So, dann hat er seine Erlaubnis und dann kann ich lernen, mit der Zeit da für diese Situation, jetzt in Leitung eines Teams zum Beispiel, meinen Weg zu finden, das adäquat zu formulieren. Eine Reaktion kann ja zum Beispiel sein, danke für deine Idee, ich schreibe das mal auf, ich sage später was dazu. Ein bisschen Abstand gewinnen. Genau. So. Das heißt, ich habe mich gehört, ich habe mitbekommen, was auch immer daran irgendwie gerade in mir stattfindet. Ich habe irgendwie meine Antwort gefunden für diesen Moment. Ich kann dir das Gefühl geben von, hey, danke für deinen Input, ich habe das gehört, ich komme später daraufhin nochmal zurück. Und nicht aus dieser inneren Impulsivität herauszuhandeln. Okay. Das ist mein Verständnis. Danke. Dann habe ich noch eine Frage an dich, Thorsten. Und ich spreche so ein bisschen, wie gesagt, ich war ja auch, bei mir war es ja auch so. Und ich glaube, ich spreche da stellvertretend für viele, viele Männer, dass sie immer Emotionen sagen, passt schon, ist schon okay, ich komme damit klar. Ja, also ich kann es handeln. Ja. Brauche ich nicht, oder ja, also ein bisschen die Angst davor, was passiert da. Ja, es ist alles okay. Ich habe ja auch immer gesagt, ich habe alles im Griff, alles okay. Klar habe ich Schmerzen gefühlt, keine Frage, aber ich habe es mir auch ein bisschen schön geredet im Sinne von, hey, ich bin ein Mann, ich kann damit umgehen, ich hab's unter Kontrolle, weil der Deckel ist richtig fest zu. Ja, ich habe es unter Kontrolle. Welche Message hast du für diese Männer, die immer noch versuchen, unbewusst, aber schon bewusst, aber nicht, aber unbewusst, was sie da eigentlich anrichten, die immer noch so fest auf ihrem Deckel sitzen. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung irgendwie berichten, dass sie über die Männerarbeit da so einfach Räume zu suchen, zu finden. Oder auch zu kreieren, wo ich mich so zeigen kann, wie ich bin. Und wenn ich irgendwie wütend bin, da darf ich wütend sein. Ohne dass das jemand irgendwie persönlich nimmt. Eine der tiefsten Erfahrungen für mich war, als Kind, was so auch eine Sozialisation erlebt hat, sei nicht wütend. Ah, okay. Also meine Wut ist falsch. Also auch diese Energie, diese Kraft, diese Wut, dieser Mut, wenn man den Anfangsbuchstaben umdreht von Wut, das ist nicht richtig. Und mir hat eine Situation geholfen, wo ein Mann mir einfach als Spiegel gedient hat, der gesagt hat, ja, du bist wütend, ich bin hier, gib mir deine Wut. Der das einfach genommen hat, gehalten hat in dem Prozess und das nicht persönlich genommen hat. Wenn ich das als Mann in einer Beziehung gemacht habe oder entweder in der Partnerschaft oder meinem Kind, bin ich ja meistens von der Körperlichkeit her und von der Energie her einfach massiv beängstigend, erschütternd. Und es ist immer die tendenzielle Angst, aus welcher Ebene auch immer bei der Frau, dass es in die körperliche Ebene, du hast es ja vorhin gesagt, in die physische Ebene geht. Und da
war für mich eine tiefe Erfahrung von, da ist ein Mann, der das halten kann, oder eine Gruppe von Männern, die diese Wut halten kann. So, einmal, dass ich diese Wut, diese Energie, die ich mir vorher so konstruiert habe, die ist so und so in dem Prozess erlebt habe, die ist ja ganz anders. Und dass keiner mit Liebesentzug gestraft hat. Genau. Ja. Also keine sofortige negative Konsequenzen, die man sonst als Kindheit hat. Genau. Genau, und sondern dass dann auch welche gesagt haben, Mensch, das hat mir gut getan. Das hat mir gut getan. Du hast ein Stück weit der Arbeit irgendwie für mich gemacht, so. Und dass ich mir in diesem, in meinem Leben Räume dafür kreiere. Wenn ich zum Beispiel in einer engen Partnerschaft oder in einer Beziehung mit nahen Menschen bin und ich merke, ich bin so angefasst, zu gucken, wie kann ich das handeln, dass ich das woanders bearbeite, um aus dieser inneren Klärung wieder zurückzukommen. Weil wenn ich aus diesem inneren Nebel, wir hatten das im Vorgespräch, komme, dann sehe ich das nicht. Dann bin ich in meinem eigenen Sumpf und dann bin ich, ja, du bist falsch und du musst richtig sein und jetzt mach du mal was besser. Aus dieser eigenen Verwirrung komme, dann auch so meine Verständnisräume, wo ich in meine Klarheit zurückkommen kann. Und das heißt nicht, ich habe das einmal gemacht, Haken dran, ist es fertig. Sondern es darf ein Prozess sein, es darf ein Prozess sein, es darf ein Prozess sein. Es So. ist wie ein Muskel aufbauen. Gell? Genauso, glaube ich, braucht es ein Training, in immer wieder Emotionen loszulassen. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Emotional Training, gut, ich war auch sowas, der immer Performance, Performance. Ich habe dann so dem Leiter gesagt, naja, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte gern mehr gemacht. Er sagt, nee, es war schon gut fürs erste Mal. Ja, also ich wollte ja mehr. Was ja auch nicht geht, was du vorher gesagt hast, man kann ja nicht diese Leere nicht füllen, man kann sie da zwingen. Aber eben dieser Prozess immer wieder, es wird besser. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man als Mann wirklich in Männerkreise geht, regelmäßig teilnimmt und es kommt so ein Stück hoch und Stück hoch und Stück hoch und Stück hoch und irgendwann hat man es in einem geschützten Rahmen, ohne einen anderen zu verletzen und ohne eben Ablehnung zu bekommen im Gegenzug, es wirklich dann loszuwerden. Es ist so, so befreiend. Meine Abschlussfrage an dich. Genau. Eins würde ich gerne auch dazu sagen, auch dieser Moment, wenn dieser, da kommt von, da ist Leere oder da ist nur Aggression oder was auch immer da ist, einfach auch da zu gucken, wo ist ein Raum, wo ich Ja sagen kann. Das ist jetzt gerade so. Das muss nicht anders sein. Also ich hatte das vor kurzem hier in einem meiner Vätertreffen, da hatten wir irgendwie so auf die Wand geschrieben von Vater, links so die ideelle Seite und rechts so die, wie bin ich wirklich? Und das mich am meisten berührte Schlusswort war von, ja, ich kann mich in allem wiedersehen, in allem euren aufgeschriebenen Idealen und ich kann auch sehen, auf der rechten Seite, ich fühle mich mit allem von dem, was ihr geschrieben habt, fühle ich mich verbunden. Und es tut mir gut, es einfach auszusprechen und keine irgendwie Beschämung oder so zu erleben, sondern ich fühle mich damit verbunden. Danke dafür. Das ist auch wichtig. Also mir Räume zu kreieren, zu suchen, aufzubauen, wo das erstmal, was da ist, Raum hat, die Erlaubnis hat. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne Scham, ohne Schuldgefühl. Weil das ist ganz viel, was der selber drin ist. Ich selber eigen, Selbstbeschämung, Selbstkritik, Selbstvorwurf, ah ja, ich sollte, ich hätte, ich müsste, streng dich an, mach es jetzt endlich richtig, sei nicht so, sondern sei so. Das Annehmen. Wow, puh. Heftiges Thema. Abschlussfrage, lieber Thorsten. Vielleicht kannst du Männern, die draußen zuhören, nochmal so eine Unterscheidung geben zwischen, ja, es passt eigentlich eh, und echte Lebensfreude, echte Teilnahme an der Fülle des Lebens, statt es passt eh. Dieses sich zu schönreden. Ach, desto mutiger ich bin, in meinen eigenen Schlamm und meine eigene Dunkelheit und meinen Mut und meinen Dreck zu steigen, desto mehr Lebensfreude erlebe ich, desto mehr Verbundenheit erlebe ich, desto mehr Freude erlebe ich, desto mehr Liebe erlebe ich. Also es braucht beides. Ich muss den Mut haben, die Bereitschaft dahin zu gehen, wo es schmerzhaft ist, wo ich irgendwie in der Scheiße sitze. Und dadurch erlebe ich auch eine innere größere Größe. Eine andere Verbindung, eine tiefere Liebe zu mir und zu meinen Mitmenschen und zu Mutter Erde.
Das heißt, liebe Männer, es braucht ein bisschen Arbeit, es braucht Mut, hinzuschauen und hinzugehen und wirklich und auch durchzugehen. Ich glaube, Ja. es ist nicht alles Licht und Liebe, absolut nicht, sondern es braucht diesen Weg. Lieber Thorsten, vielen, vielen herzlichen Dank, war wieder total spannend mit dir, weil ich habe Gänsehaut. Goosebumps, war total spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, Roland, dass du weiterhin dieses ja, wundervolle Format irgendwie in die Welt bringst und damit irgendwie einen Raum schaffst für Männer, sich zu begegnen. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Wie gesagt, ich stelle nur den Raum zur Verfügung und Männer wie du hast die füllen den. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, Roland. Tschüss. Ja, Gefühle zulassen mit Thorsten Nassal aus Radical Transformation. Ich habe es total spannend wieder gefunden. Ich habe mich auch in vielen Themen wieder gesehen und ich finde es total spannend, ja, auch wieder Dinge gespielt zu bekommen, Dinge wieder zu erkennen und ja, so schrittweise Arbeit auch, selbst wenn man ein Gespräch führt. Weißt du, wie es dir gegangen ist, lieber Mann? Wenn du Spaß gehabt hast, wenn es für dich was gebracht hat, wenn du der Meinung bist, das hat auch für andere Männer einen Mehrwert, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon gemacht hast und auch dieses Video teilst in deiner Community, in deinem Freundeskreis. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Roland von Roland Media und Wild at Heart. Ciao, danke.